Und zu unserem Tagesgespräch begrüße ich den Vorsitzenden der Bundesinnenministerkonferenz, den sächsischen Innenminister Markus Ulbich. Herr Ulbich, Konzerte, Festivals, Weihnachtsmärkte, all dies scheint nicht mehr sicher zu sein. Und viele fragen sich, kann ich da überhaupt noch hingehen? Wie kann man Großveranstaltungen denn besser absichern? Also erstmal sollen die Menschen natürlich zu solchen Großveranstaltungen gehen. Denn wenn sie das nicht mehr täten, wäre ja ein Ziel von diesen Terroristen erfüllt. Sie wollen uns ja in unserem Leben einschränken. Und deswegen tun wir alles, um solche Großveranstaltungen sicher zu machen. Und unter anderem steht ein Tagesordnungspunkt von meinem Kollegen in Rheinland-Pfalz auf der Tagesordnung, wo es um das Thema Akkreditierung bei Großveranstaltungen geht, weil wir gerade bei Rock am Ring gesehen haben, dass bei Sicherheitsunternehmen und deren Nachauftragnehmer ein Leck sein könnte. Und das wollen wir schließen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat einheitliche Regeln in Bund und Ländern bei der Terrorbekämpfung gefordert. Und auch Sie warnen vor einem Flickenteppich bei der Terrorabwehr. In welchen Bereichen ist eine Vernetzung der Sicherheitsbehörden aus Ihrer Sicht denn wichtig und warum? Die Vernetzung muss in allen Bereichen stattfinden. Wir haben ja das gemeinsame Terrorabwehrzentrum, das funktioniert gut. Aber es geht jetzt darum, wenn jemand als Gefährder eingestuft wird, dass das nach gleichen Regeln passiert und dann eine verbindliche Absprache erfolgt, was mit diesem Gefährder passiert, wer ist zuständig, was muss gemacht werden, bis hin zum Thema Umgang mit der Fußfessel. Das ist ja eine neue Regel, die das BKA-Gesetz jetzt vorsieht. Aber die Länder müssen das in ihren Polizeigesetzen noch nachzeichnen. Es stehen ja viele Forderungen im Raum. Mehr Überwachung im öffentlichen Raum, Vorratsdatenspeicherung, Gesichtserkennung. Wie weit darf man in Zeiten des Terrors denn gehen, um die Bevölkerung zu schützen? Was sagen Sie? Es muss natürlich immer eine vernünftige Abwägung stattfinden zwischen den individuellen Rechten, den Freiheitsrechten, die in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ganz hoch anzusehen sind. Aber auf der anderen Seite ist auch das Schutzbedürfnis da. Und wenn wir über solche Eingriffsmaßnahmen reden, reden wir ja immer darüber, dass es um Gefährder, dass es um Extremisten, dass es um schwere Straftäter geht, nicht um den friedliebenden und vor allen Dingen den rechtstreuen Bürger. Und aus dem Grunde müssen gerade beim Thema Nutzung von Messenger-Diensten aus meiner Sicht aber die Voraussetzung für die Sicherheitsbehörden da sein, dass auch solche verschlüsselten Nachrichten, solche verschlüsselten Kommunikationen nachverfolgt werden können bei denen, die als Gefährder eingestuft sind, bei denen, die als Extremisten bekannt sind oder bei denen, die besonders schwere Straftäter sind. Das ist eher eine Erwartungshaltung, die die Bevölkerung sogar hat, denn sie will ja sicher sein. Gutes Stichwort, der Zugriff von Sicherheitsbehörden auf Messenger-Dienste wie zum Beispiel WhatsApp, auch das eine Forderung der Bundesinnenministerkonferenz. Aber wie sollen denn Datenschutzrechte gewahrt werden? Also natürlich wollen die Bürger ja nicht, dass ihre WhatsApp-Mitteilungen gelesen werden. Ja, deswegen sage ich ja, der rechtstreue Bürger, der hat sogar Anspruch darauf, dass seine Daten verschlüsselt bleiben und dass die Kommunikation unangetastet ist. Es geht aber hier darum, wenn jemand als Gefährder eingestuft ist, wenn er als Terrorist erkannt ist und die Gefahr besteht, dass er einen Anschlag ausüben will, dann ist es doch eher geboten, solche Kommunikationen mitzulesen oder über solche Kommunikation die Informationen zu bekommen, dass vielleicht ein Aufenthaltsort bestimmt werden kann und er dann eben dingfest gemacht wird. Ihr Ressort setzt sich ja gemeinsam mit dem Bundesland Bayern und Sachsen-Anhalt für eine bundesweite Einführung der Schleierfahndung ein, was ja im Klartext eine verdachtsunabhängige Personenkontrolle bedeutet. Müsste man nicht zuallererst bei den der Polizei bekannten Gefährdern ansetzen? Attentäter wie Anis Amri beispielsweise waren der Polizei ja bekannt. Ja, das ist für mich kein Entweder-Oder, sondern sowohl als auch. Natürlich müssen bei bekannten Gefährdern die Aktivitäten entfaltet werden und die Sicherheitsbehörden tätig werden. Das ist unbestritten. Aber die verdachtsunabhängigen Kontrollen, die haben wir ja in vielen Bundesländern, bei uns in Sachsen auch. Wir haben 577 Kilometer Außengrenze und da wissen wir, wie wichtig solche verdachtsunabhängigen Kontrollen sind. Und deswegen sollte das auch in allen Bundesländern Standard sein, um eben keinen Flickenteppich bei der inneren Sicherheit in Deutschland zu haben.
Die Grünen kritisieren aber, dass die Ausweitung der Schleierfahndung nicht auf den Füßen des Grundgesetzes steht. Zu Recht? Das halte ich für nicht gerechtfertigt, denn natürlich würden solche Eingriffsregelungen immer der Verfassung gemäß erfolgen. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat den Vorschlag eingebracht, künftig auch Kinder in der islamistischen Szene durch den Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Sie schließen sich dem an. Weshalb? Weil auch da geht es nicht um die rechtstreuen Bürger und die Kinder und Jugendlichen, sondern Einzelne sind sehr frühzeitig dabei, sich zu radikalisieren. Sie sind insbesondere gefährdet. Und die Aufgabe der Verfassungsschutzbehörden ist, Informationen zu sammeln, wenn die freiheitlich-demokratische Grundordnung eingeschränkt wird. Und das kann eben nicht altersabhängig sein. Wenn es also Tendenzen gibt, dass junge Menschen sich immer früher radikalisieren, braucht der Staat die entsprechenden Informationen, um tätig werden zu können, bis hin auch zu Präventionsprogrammen. Und welche Vorschläge haben Sie denn in puncto Prävention, sodass es gar nicht erst zu einer Radikalisierung von Minderjährigen kommt, die man dann mit Beobachtung in Schach halten muss, sag ich mal? Da gibt es in den Ländern eine ganze Menge an Präventionsprogrammen. Wir haben gerade im Freistaat Sachsen ein solches Programm entfaltet, wo wir also gerade für diesen Bereich derjenigen, die also gefährdet sind von Islamisten, ergriffen zu werden, die Möglichkeit zu schaffen, dass man eben nicht erst radikalisiert wird. Das gibt es bei uns in Sachsen, das gibt es in anderen Ländern auch. Und da müssen wir sicherlich, je nachdem wie die Erkenntnislage ist, auch noch entsprechend nachsteuern. Vielen Dank, Markus Ulbich in Dresden. Bitte sehr.